Fangen wir heute mal im neuen Pflanzenreich an. Mir ist gerade eine Idee gekommen, hier bei dem Unsterblichkeitskraut. Das ist ja nur mega am Wachsen, ne? Alter Schwede. Ich habe es auch schon zurückgeschnitten, weil das wollte uns hier den ganzen Teppich begrünen. Da kam mir gerade die Idee, wir haben ja hier die Leuchterblume hängen, das ist unser Herzblatt, ob wir die Moderne, wollte ich gerade sagen, und das Unsterblichkeitskraut nicht vielleicht unter die Decke klatschen und dann im Raum irgendwo herunterwachsen lassen. Oder an der Wand oder wie auch immer. Aber im Raum wäre natürlich auch geil, ne? Ja, okay, das kam mir gerade so einfach mal. Und dann zeige ich euch so ein paar Sachen hier von. Das ist die Moradania übrigens, wie die Sachen hier sich jetzt so entwickeln. Die Enjoy macht sich mega. Ja, das Kräutlein hier, das Zebrakraut oder wie es auch immer heißt. Ja, ist gut wieder rausgewachsen, mega gut. Und dazu zeige ich dann gleich die Babys mal kurz. Hier übrigens die Juwelorchideen, die sind nach wie vor knackig, alles okay. Könnt ihr auch wieder ein bisschen Wasser nachfüllen, das verdampft relativ schnell jetzt hier auch interessanterweise. Ja, die Black Velvet, die Alocasia, hier eine der Amazonica Polly. Die steht nicht immer da, ab und zu steht sie, bekommt sie auch mehr Licht. Pass mal auf. Und zwar haben wir hier unsere Nachkommen von dem Zebrakraut. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen. Ich hole es gleich in einen anderen Raum rein. Die sind nämlich mega gewachsen. Ansonsten unsere Avocado hier hat ein neues Blatt bekommen. Ist okay. Nach wie vor nicht gedüngt. Nur mit reinem Wasser gegossen. Kaffee müssen wir abwarten, wie er sich hier entwickelt. Steht erst seit ein paar Tagen hier. Ja, die Monstera ist natürlich cool. Er hat auch schon wieder ein neues Blatt entwickelt. Da unten kommt es raus, ein kleines. Dann unsere Palme. Die Schlangenfruchtpalme. Ja, sie hatte ja ein neues Blatt ausgebildet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinbekomme. Moment, ich gehe mal eben runter hier. Ja, doch, da hinten kann man sehen. Da kommt eine kleine Spitze wieder rausgewachsen. Also kommt tatsächlich schon das neue Blatt. Dann die Flamingoblume hier. Die hat sich auch richtig gut, oh, das ist alles so dicht schon hier, richtig gut entwickelt. Also die Blätter wachsen richtig heftig, kräftig, kräftig dunkles Grün. Die wird auch kontinuierlich bei 400 bis 500 Mikrosiemens gegossen, genügt, aber darüber brauchen wir heute nicht reden. So, dann die Banane. Das neue Blatt ist mega groß. Da kommt jetzt wieder, da kann man sehen, ein neues heraus. Also da geht echt, eins kommt, nächste kommt, nächste kommt, nächste kommt und so weiter und so fort. Da hinten die Tamarinde macht sich richtig gut in der Ecke. Allerdings muss ich mal kontrollieren, ob der Wasserstandsanzeiger noch in Ordnung ist. Nicht, dass der mir irgendwann vertrocknet. Und der steht seit heute hier. Das ist unser, na, kannst du es ablesen? Da, ne, weiß Bescheid. Die Sapotille oder Sapotillen in dem Sinne sind hier mega langsam gewachsen. Mal gucken, ob es hier dann vielleicht ein bisschen besser klappt in dem Sinne. Ansonsten, aber nur kurzer Überblick mal. Pass mal auf, da steht die Mango. Die habe ich vor 2 Tagen umgekickt. Liegt immer noch das Substrat. Ich hatte erst ein Handtuch draufgelegt, damit das Wasser aufgesogen wird. Dann habe ich es liegen lassen zum Trocknen. Und dann kann ich das jetzt wegsaugen. In dem Sinne. Ja. Da steht sie, die Sebrina. Die haben wir jetzt bei 1000 Mikrosiemens. Ich kann es jetzt hier im Licht nicht so ranholen. Ich zeige es einfach mal vorsichtig so. Sie wird tatsächlich grüner. Das hat ihr nicht geschadet. Die steht allerdings noch nicht im Wind. Weil die ist noch nicht richtig fest hier. Da muss ich ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass die mir umgeweht wird in dem Sinne. Ja, da stehen die Peperomia Raindrop. Und dieses andere Zebrakraut steht da. Das macht sie gut. Habe ich jetzt auch schon gedüngt übrigens. Auch bei 400 bis 500. Ja, die Mango hat ein bisschen rumgezickt. Deswegen steht sie jetzt hier. Nicht mehr unter dem ganz starken Licht. Also ein bisschen abseits in dem Sinne. Die Wüstenrose. Ja, sie hat einige Blätter verloren. Ich muss abwarten. Die stand auch erstmal unter dem Licht da hinten, ne? Und jetzt habe ich es auch mal ein bisschen abseits gestellt. Mal gucken, ob ihr das vielleicht zu viel war, wo ich mir das nicht vorstellen kann. Aber weißt du was? Manche Sachen passieren einfach, da kannst du nichts machen. Man kann auch nicht überall drin stecken, ne? Ist halt so. So, okay, dann nehmen wir unser Schätzchen jetzt mal mit. Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht hier. Die Tamarinde, die macht sich auch gut, ne? Mal gucken, ob die mit dem Licht zurechtkommt. Wäre natürlich richtig cool. So, Schätzchen, dann komm du mal mit. Du bist nämlich besonders hübsch geworden. Und mal gucken, ob wir heute schon was machen. Interessanterweise kann man jetzt schon erkennen, ich drehe es mal so vielleicht. Der Austrieb ist wesentlich kräftiger als bei der Mutterpflanze. Langstieliger in dem Sinne. Ja, woran das genau liegt, kann ich noch nicht sagen. Sollten wir sie tatsächlich unter mehr Licht setzen, wäre das denkbar, dass sie einfach mehr Licht benötigt? Okay, nehmen wir heute erstmal so mit. Weiß Bescheid. Komm, geh mal.
Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, es gibt mal wieder interessante Erscheinungen. Ich habe mir diese Pflanze gekauft, weil ich sie so schick fand, so kleinen Blättern, so gestaucht gewachsen. Und nun zeigt sich aber tatsächlich, dass die Nachkommen mittlerweile schon langstielige herauswachsen. Ob es jetzt am Licht liegt, glaube ich eher nicht, denn auch diese Pflanze steht eigentlich sehr weit weg von der Zusatzbeleuchtung auf dem Schrank, auf dem Schränkchen, auf dem Sideboard und ist eigentlich nach wie vor kompakt gewachsen, fängt aber langsam oder sicher auch etwas an, ja, man kann es noch nicht richtig erkennen, dass sie auch schon stärker wächst als vorher. Ja, wurde sie auch gestaucht in dem Sinne. Manchmal ist das ja so, ne? Da wird mit den Pflanzen was gemacht, wo man gar nicht dran denkt, ne, dass möglich ist. Aber okay, wir nehmen das jetzt so mit. Man sieht also augenscheinlich schon, dass das Wachstum hier ganz anders ist, ne? Das ist also tatsächlich jetzt so gegeben. Ich werde sie unter stärkerem Licht stellen, das steht fest. Vielleicht sind sie ja tatsächlich auch lichthungrig. Ich meine, wir haben ja die andere noch. Die ist ja oben im Raum bei uns ganz stark sich gewachsen, ganz, ganz hell. Fast gar keine Farbe gehabt und auch da war tatsächlich zu wenig Licht. Es scheint so zu sein, als wenn sie mehr Licht bekommen, dass sie dann noch besser wachsen. Obwohl, wie gesagt, hier ist es ja eigentlich so, dass sie gar nicht so viel Licht bekommen hat. Ne? Aber ich sag's dir, du musst aber weiter beobachten im Laufe der Zeit. Wir schauen uns das etwas näher an. Ah, manchmal ist das so, ne? Ich weiß manchmal auch nicht mehr, wie ich das erklären soll. Es spielen Faktoren eine Rolle. Guck mal, ne? Hier kannst du jetzt ganz deutlich sehen, wie langstielig die herausgewachsen sind. Im Gegensatz zu dieser kompakten Variante in dem Sinne. Wobei die Blätter langsam auch größer werden, ne? Und auch etwas langstieliger. Ja, also ich gehe fast davon aus, dass sie irgendwie behandelt wurde, dass sie also so kompakt in dem Sinne wächst. Die jetzt, ne? Lol, die nicht. Ja, ist so. Aber wir wissen auch, Licht spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und zwar haben wir hier im Hintergrund noch unser Philodendron Birkin. Der stand ja immer hier unter diesen Lichtvoraussetzungen, wo er jetzt steht, ne? Und das war ihm etwas zu wenig. Und da habe ich ihn jetzt etwas mehr hier hinten hingeholt und da bekommt er etwas mehr Licht, nicht viel mehr, aber etwas mehr Licht. Und da zeigt sich tatsächlich schon ein Wachstumsunterschied. Kann man jetzt so nicht erkennen, vielleicht zeige ich es gleich nochmal oder die Tage. Dementsprechend mal gucken, was wir heute überhaupt hier machen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Pflanze hier. Ne? Mega einfach zu vermehren, aber dass sie jetzt so langstielig wächst, das gefällt mir jetzt nicht. Weil ich wollte sie so schön kompakt haben wie hier, ne? Und nur, was ist los? Hör mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Das machen wir jetzt mal kurz. Und zwar werde ich sie einfach mal zurückschneiden, um eine Verzweigung auch anzuregen, ne? Ganz klarer Fall. So, und dann haben wir zwar nicht mehr so viel an Pflanze jetzt in dem Sinne hier, ne? Aber dann regen wir sie einfach mal an, von unten neu zu wachsen. Und ich stelle sie, wie gesagt, dann unter kräftigeres Licht jetzt. Um mal zu gucken, wie die Geschichte sich dann entwickelt. Ne? Das ist schon. Also hier sieht man auch, ist dann tatsächlich besser, mal von vornherein ganz viele Pflanzen gleich mit einpflanzen, ne? Nicht so eins, zwei, weil dann hast du nur so langstielige Dinger und das ist jetzt auch nicht der Burner dann. Ne? Da braucht man schon so eine kompakte Variante in dem Sinne. So, die können wir natürlicherweise wieder bewurzeln, ganz klarer Fall. Oh, die sind so hübsch. Oh, das kann man das jetzt so sehen? Pass mal auf. Ich bin mal wieder zu voreilig. Ich wollte es eigentlich gezeigt haben. Vielleicht kriegen wir das mal hin. Pass mal auf. Ne? Das sieht schon cool aus von unten. Ne? Schönes, kräftiges Grün und dementsprechend unten drunter dann dieses Lila. Schon eine schöne. Okay, wie gesagt, also das ist natürlich schon interessant zu beobachten. Ne? Weil ich fand die so geil, weil die so kompakt gewachsen ist. Ne? Und jetzt stellt sich raus, die Nachkommen wachsen recht langstielig heraus. Ach, ich sag's dir doch. Ne? Augenscheinlich, weiß Bescheid, ne? Und was dann Tatsache ist, siehst du erst später. Okay. Mal gucken, was wir jetzt so erkennen können. Das ist das erste Blatt, das so damals herausgewachsen ist, je nachdem man es umgetopft hat. Das hat sehr lange gebraucht, bestimmt einen ganzen Monat. Und dann ist kurze Zeit danach dieses Stück herausgewachsen. Hier, das ist wieder ein neues Blatt. Das geht dieses Mal richtig schnell. Und bei den anderen beiden, hier sind ja drei Pflanzen drin, war bisher, ja, haben sich sehr schwer getan. Ne? Und jetzt tatsächlich kommt hier das erste Blatt, das sich entrollt. Genauso wie auf der anderen gegenüberliegenden Seite kann man jetzt so nicht sehen in dem Sinne. Ich versuche es mal ein bisschen zu drehen. Ne? Die entrollen sich jetzt und schieben tatsächlich auch hier und hier ein neues Blatt direkt hinterher. Also sie bekommen jetzt etwas mehr Licht, etwas wohlgemerkt. Ne? Und dann läuft es tatsächlich schon einen Tacken besser. Also wenn die Pflanzen zu wenig Licht haben, ist das halt so. Und dann haben die es schwer rauszuwachsen in dem Sinne. So, hier kurz die ZZ gezeigt, einfach nur mal so. Und dann haben wir jetzt das Schätzchen hier. Das ist unsere Avocado, wo die Blätter braun geworden sind. Und dann haben wir einfach mal
die beiden Samenhälften abgenommen und ihn hier in dieses Substrat gepflanzt, in das Kanuma, um zu gucken, was dann passiert. Die Theorie war, wenn kein Samen dran, dann düngen und dann sollte sie wachsen. Sie wächst da oben jetzt heraus, hätte man so wahrscheinlich nicht wirklich erkennen können. Aber ich zoome mal ein bisschen näher dran, mal gucken, ob ich das so hinbekomme. So sieht das Schätzchen jetzt aus, ne? Also ist am Wachsen tatsächlich. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wie kann ich hier düngen. Das weiß ich einfach noch nicht. Ne? Ich halte das nicht mehr im Anstau hier, oder gar nicht eigentlich. Ich gehe so viel Wasser rein, bis es unten durchläuft und dann ist gut. Dann lasse ich es, ne? Wie bei normalen Blumenerde in dem Sinne auch, bei gegebener Zeit dann wieder gießen. Einmal habe ich schon gedüngt. Das ist jetzt aber schon... Ja, ich glaube, zweimal danach habe ich reines Wasser nachgegossen. Denn es ist so, die haben sehr wenig Wurzeln. Wenn wenig Wurzeln da sind, ist ganz klarer Fall, die Nährstoffe bleiben im Substrat drin. Und wenn du jedes Mal mit Nährstoffen zuführst, dann erhöht sich die Konzentration. Weil die Wurzeln noch nicht komplett den ganzen Topf durchwurzelt haben, später sieht das anders aus, ganz klarer Fall. Aber jetzt am Anfang ist das ein bisschen... Ne, muss vorsichtig sein, sonst hast du ratzfatz überdüngt. Von daher, ich gieße jetzt mal... ja, was gieße ich jetzt? Moment. Wir werden jetzt mal Wasser durchlaufen lassen, im Anstau dementsprechend auch, nach Möglichkeit nicht zu viel. Das heißt, ich muss hier gleich erst ein bisschen warten. Wir haben hier drin 530 Mikrosiemens, weil Teil aufgesogen wird und Teil läuft unten rein, aber sehr langsam anfangs. Von daher muss ich da ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Nur ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich möchte das nachmessen, ne? Und jetzt aber auch nicht so viel durchfluten, dass da unten komplett ein anderer Wert rauskommt in dem Sinne. Wie gesagt, jetzt etwas über 500. Achso, der dürfte übrigens auch Nährstoffe haben hier. Der hatte letztes Mal, glaube ich, 300 noch gehabt, unsere ZZ. Und dann bekommt die jetzt auch mal wieder Nährstoffe mit rein. Und das nächste Mal wieder reines Wasser, denn auch hier ist noch kein Wurzelraum komplett durchwurzelt. Von daher hier genau das Gleiche. Hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Ne? So, kommt da unten was raus? Ja, es kommt was raus, siehst du wohl. Pass mal auf. Dann können wir ja auch gleich sofort messen, was Tatsache gegeben ist. So, ja, guck mal, jetzt kann ich das mal zeigen. Error. Er hängt fest, ist tatsächlich so. Ab und zu kann das mal passieren, ne? Dann bleibt er einfach stehen. Ist aber nicht so tragisch. Dann ziehst du einfach den Deckel ab hier. Und ne, damit hast du deine Stromzufuhr unterbrochen und steckst ihn dann wieder drauf. Aber gleich rum bitte, ne? Nicht drehen, weißt Bescheid. Und dann ist er jetzt nämlich wieder aus und kann ich wieder anmachen, läuft er wieder. Ja, ist interessant. Das ist, bei meinem alten Gerät war das nicht, aber bei dem ist er tatsächlich so. Okay, wir sind hier bei 1000 Mikrosiemens angekommen. Ja, also zu viel. Also kann man jetzt tatsächlich auch sehen, was denn passiert, wenn denn, ne? Weißt Bescheid. Also, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das geht ja mal gar nicht. Also hat das Schätzchen so gut wie gar keine Nährstoffe verbraucht bisher. Ja, schön, ne? Wenn man es messen kann, weiß Bescheid. Ne? Nicht nur mal theoretisch müsste ich, könnte ich, dürfte, sollte und so weiter und so fort, sondern ne, dann spülen wir das sicherheitshalber jetzt einmal durch hier. Also damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt so bei 500 geblieben sind in dem Sinne. Aber er hat noch gar nichts verbraucht, fast kannst du sagen. Gar nichts. Das ist jetzt aber echt mal du. Der Burner in dem Sinne. Okay, ne? Gut, dass man nachmessen kann. Du weißt Bescheid. Das sind so ganz kleine Faktoren, die ganz plötzlich alles schief laufen lassen. Ne? Und dann wunderst du dich, warum ist die Pflanze putt gegangen. Ne? Obwohl du ja die letzten zwei Male nur mit reinem Wasser durchgegossen hast. Ne? Und trotzdem 1000 Mikrosiemens drin. Jepiaje, ich sag es dir, du. So, was haben wir jetzt im Kasten drin hier? Jetzt haben wir knapp 300. So, das lasse ich jetzt, so weiß Bescheid, ne? Also da müssen wir jetzt wirklich ganz vorsichtig sein. Bei der Variante, ist tatsächlich so. Aber egal, wenn es dann klappt, später wäre es natürlich gut. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, worauf zu achten ist bei solch einer Aktion, wenn die Avocado dann tatsächlich, ja, eingepflanzt wird frisch, die Samen abgenommen werden und dann das Ganze wieder zum Wachsen gebracht. Und wie gesagt, da war nichts mehr mit Wachstum. Die Blätter waren braun richtig und das war also nicht der Burner. Von daher haben wir es einfach mal versucht. Denn wir wissen ja, Versuch macht klug. Ne? Weißt Bescheid? Okay. So, das nächste Experiment, die Papaya. Hier liegen wir bei 1000 Mikrosiemens mittlerweile. Ich hatte einmal hier eingefüllt das Ganze. Dann war das verbraucht und habe das Ganze wieder befüllt, also das zweite Mal jetzt schon mittlerweile. Die Pflanzen sehen nach wie vor gut aus, zeigen sich sogar unten kleine Wurzelspitzen schon, die jetzt herauskommen.
Ne? Und die sind auch weiß tatsächlich. Also das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Allerdings werde ich noch nicht bei der großen direkt dazu übergehen. Allerdings habe ich es einmal gemacht. Einmal habe ich die große tatsächlich auch mit 1000 Mikrosiemens gegossen und gedüngt. Das ist jetzt aber schon das dritte Mal, glaube ich, dritte oder vierte Mal her, dass ich das gemacht habe. Danach wieder bei 400 bis 500. Das heißt, ich werde heute mal 1000 reingießen bei der großen und gleich mal nachmessen, ob der Wert dann tatsächlich bei 1000 liegt oder höher. Okay, dann die Avocado hier im Wasser. Ja, die haben wir hier keimen und wachsen lassen. Just for fun, einfach nur so. Auch hier, nicht auch, sondern hier ist der Samen tatsächlich noch dran. Das ist wirklich interessant. Also hier ist reines Wasser drin, Osmosewasser, nichts anderes. Und die Pflanze ist tatsächlich, ich drehe das mal ein bisschen, oh nee, komm mal so, ist ja nur Quatsch, ne? Richtig grün. Das ist schon mal eine interessante Sache, ne? Dass das so funktioniert, das ist heavy. Ja, ich habe sie hier so drin liegen, weil ich lege sie immer mal anders hin, damit sie so ein bisschen gebogen wächst. Ne? Und nicht so, ich pin nach oben, weiß Bescheid. Ne? So, jetzt wird das Wasser hier aber grün, das heißt, wir sollten tatsächlich mal wechseln, ne? Bevor es das Ganze mal umkippen sollte. Das wäre nämlich nicht der Burner. Mikrosiemenswert liegt bei 37, ne? Also da ist echt nicht viel drin. Wir bedenken, unser Osmosewasser hat 30 Mikrosiemens. So, auch das gieße ich jetzt einfach mal weg hier. Nach langer, langer Zeit. Bisher habe ich immer nur nachgefüllt. Und dann werde ich das Ganze ein bisschen noch spülen. Und dann werden wir das Ganze wieder neu befüllen mit reinem Wasser wieder. Ne? Nichts anderes. Kein Leitungswasser, gar nichts. Einfach nur so mit reinem Wasser. Ah, das ist schon mal interessant, das so mitzunehmen, dass man das dann tatsächlich jetzt sagen kann, dass die Avocados keine Nährstoffe brauchen, solange der Samen tatsächlich noch intakt ist. Das ist also eine richtig coole Sache. Ich bin damals immer davon ausgegangen, dass man trotzdem düngen kann. Schete-Piepen. Die haben ständig gelitten bei mir. Und dieses Mal läuft es richtig gut. Das ist eine coole Sache. So, dann haben wir das heute so mitgenommen. Ist schon interessant, ne? Was ich da mal mitmache, später weiß ich nicht. Das ist einfach nur just for fun, ne? Wie gesagt, jetzt liegt sie so, dann kann sie andersrum wachsen, wie auch immer. Das ist also, die hat auch wenn die Wurzeln hier oben jetzt rausgucken, die sind ausreichend Wurzeln unten drin, dreht er sich wieder andersrum, ausreichend Wurzeln unten im Wasser drin, sodass sie also tatsächlich auch noch Nährstoffe tanken kann. Nährstoffe, lol, Wasser tanken kann, ne? Auch wenn wir Wurzeln so wie hier nach oben stehen, dann ist egal, die können auch abtrocknen, das ist vollkommen wurscht. Hauptsache im unteren Bereich ist was im Wasser drin, dass die Pflanze also Wasser saugen kann. Bisher läuft das so, ne? Coole Sache, muss ich sagen. Also, jetzt mach ich mal eben die Papaya fertig, gieße da mal 1000 durch und dann messe ich gleich mal nach bei der großen. Dann sind wir noch mal kurz hier im neuen Pflanzenreich. Bei der Monstera ist es so, die Pflanzen werden in der Regel bei 500 Mikrosiemens gegossen und gedüngt, ne? Fast jeden Tag. Bei der Monstera handhabe ich das so genauso wie bei dem Salak und wie bei der Papaya und ein paar andere auch noch, dass sie ab und zu 1000 bekommen und danach wieder 2, 3 mal 500. Läuft gut. Hier haben wir jetzt 700 im Untermesser, ja, lol, Untersetzer nachgemessen. Das ist okay, die kommt also echt gut mit klar. Das ist mega. Beim Salak ist so, hier haben wir jetzt tatsächlich 1000 drin. Wie gesagt, ich habe gerade 1000 reingegossen bei den drei Varianten. Ne? Hier haben wir 1000 drin, also auch okay. Die nächsten zwei Male wieder bei 500. Bei der Papaya haben wir jetzt tatsächlich hier unten drin 1100. Wie gesagt, ich habe 1000 reingegossen. Ist ein bisschen gestiegen, also müssen wir doch schon aufpassen. Also nicht jedes Mal mit 1000, das wäre nicht so gut. Jetzt hier insbesondere im Topf mit Untersetzer, ne? Dürfen wir nicht vergessen. In der Selbstbewässerung sieht das Ganze anders aus. Da kannst du 1000 reingeben und dann sind die Pflanzen lange versorgt, ne? Das ist natürlich der Burner. Aber hier tatsächlich so gegeben, ne? Ab und zu 1000 und dann zwei, dreimal wieder 500 und dann wieder 1000 und dann läuft es tatsächlich. Also, sie machen sich richtig gut hier drin. So, das kurz dazu. Aber das ist schon genial. Wir dürfen nicht vergessen, die Papaya haben wir hier bei 500 großgezogen. Ne? Sie verträgt mehr, aber nicht zu oft. Da muss ein bisschen aufpassen. Ne? Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das verdeutlichen kann. Pass mal auf. Also, wir gießen in einen Topf Wasser mit Nährstoffen rein. Hier kann auch was drin stehen bleiben, ganz klarer Fall. Kann auch im Anstau stehen im mineralischen Substrat. Und mit der Zeit können sich die Werte erhöhen. Muss nicht sein, kann sein. Das Sinnvollste, was man machen könnte, jetzt kann ich es aber hier gerade nicht machen, wäre nämlich, wenn denn, könnte man nämlich einfach, habe ich hier irgendwo was rumstehen? Zeige ich gleich. Okay, komm. Ich war mal wieder zu voreilig. Pass auf, dann machen wir das zuerst. Ich habe hier jetzt 500 reingegossen vorhin. Ja, 530. So, dann messe ich mal kurz nach, was ich jetzt hier drin gegeben habe. Wir haben 1067, also wir sehen schon, hier steigt der Wert langsam an. Das liegt daran, weil die Früchte ausreifen und die Pflanze sich nicht mehr im Wachstum befindet.
Es ist so, es gibt Faktoren, viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die zu berücksichtigen sind. Und das kriegt man nur raus, wenn man tatsächlich misst, ne? Dann kannst du mir auch Rückschlüsse ziehen. Hier weißt du jetzt, okay, die braucht jetzt erstmal nicht mehr so viel, aber die 1000 sind noch okay. Nächstes Mal kriegt er wieder 500 rein. Dann messe ich allerdings nochmal nach, ob der Wert dann nochmal höher gegangen ist. Da gehe ich jetzt aber nicht von aus. So, hier habe ich jetzt auch gar nichts drin. Das ist übrigens die Mutterpflanze, die hier in der Schale steht, oder die Mutterpflanzen in dem Sinne, ne? Nach wie vor gibt es sie noch und sie machen tatsächlich Blüten und kleine Früchtchen nach wie vor. Hier weiß ich nicht, was Sache ist. Wie gesagt, das steht im kleinen Schälchen. Von da gieße ich jetzt hier reines Wasser durch, ohne Nährstoffe. Hier hat man ja von 500 reingegossen, haben etwas über 1000, ist aber noch okay. So, und damit ich hier wirklich, weil hier ist, also das ist schon, ne, eine riskante Sache. Ja, so, wir sind bei 1300. Ne? Die Pflanze wird das überleben, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ohne Nährstoff jetzt reingegossen. Ne? Es ist halt auch hier so. Sie ist kaum im Wachstum. Von daher ganz vorsichtig sein. Also nächstes Mal muss ich hier tatsächlich auch wieder reines Wasser reinfüllen, ohne Nährstoffe und dann gegebenenfalls nochmal nachmessen. So, jetzt kommen wir nämlich dazu. Ich glaube, das wäre dann nämlich plausibel. Ich mache es jetzt hier mit einfach. Pass mal auf. So, und zwar, wenn du nicht weißt, was Sache ist. Ich habe es oft genug eigentlich schon erzählt, aber ich mache es jetzt nochmal. Du weißt nicht, was Sache ist, ne? Du hast jetzt nicht nachgemessen, du weißt nicht, was hier Sache ist, du weißt Bescheid, ne? Wo habe ich es hingestellt? Hier. Dann nimmst du einfach deine Düngerlösung, hier jetzt 500, wo die Pflanze mit klarkommt, und dann lässt du das Ganze einfach hier durchlaufen. Der Wert wird jetzt nicht ansteigen, sondern wird sich verringern, ne? 1000, was hatte ich gesagt? 1300, jetzt gießen wir 500 rein. Und wenn du ausreichend durchgießt, dann hast du hinterher auch nur 500 drin. Weißt Bescheid? Das ist eigentlich die einfachste Variante in dem Sinne. Man muss nicht immer so viel durchgießen. Ich mache es jetzt nur einmal, weil jetzt so viel drin war. Und dann kannst du rein theoretisch das jedes Mal so machen. Ne? Hör mal auf, du kannst das jedes Mal so machen. Das heißt, du hast sie jetzt durchgegossen. Dementsprechend ist sie gut versorgt. Das nächste Mal, wenn du wieder gießt, nimmst du sie einfach wieder und gießt wieder die Düngerlösung hier durch einmal, dass ein bisschen unten rauskommt. Braucht gar nicht viel sein. So, das ist ausreichend. Und dann kannst du das Ganze wieder auf Untersetzer stellen und dann wird sich der Wert nicht erhöhen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, manches ist irreführend. Aber es ist immer so, das sind so ganz kleine Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Ne? Ist so. Weißt Bescheid. So, soll jetzt auch reichen. Ne? Weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Ja, das ist einfach nur genial. Super. Ich sag's dir, du. So, ich hatte eigentlich noch was anderes, was ich machen wollte, aber das dauert zu lange für heute, weil ich mache jetzt nicht mal ganz so lange Filme. Ist nämlich für mich auch ein bisschen entspannter dann, ne? So 20 Minuten um den Dreh, Pi mal Daumen, ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Ist einfacher abzufilmen. Da bist du auch ratzfatz fertig und ne? Aber 10 Minuten mehr ausmachen können, ne? Alter Schwede. So, siehst du wohl. Da kann ich mich jetzt um die Pflanzen kümmern. Ja, der Vorteil ist jetzt auch, dass ich das erst anschließend mache. Mache ich jetzt nicht immer, aber jetzt so ab und zu mal. Dann kann ich auch mal zeigen, wenn ich jetzt mal was gieße oder dünge, warum, wieso, weshalb ich das dann jetzt halt so heute mache, ne? Wir sehen sie. Ah, das ist schon. Das sind so schöne Pflanzen geworden, seitdem wir das Eisen verwenden. Es ist der Hammer. Das läuft alles einfach viel einfacher. Wie gesagt, er steht jetzt hier im Anstock, kann er drin stehen bleiben. Der wird das so in 2 Tagen verbraucht haben. Und dann kommt hier wieder 500 auf jeden Fall rein. Und ich werde es auch wieder nachmessen, weil man kommt eigentlich gar nicht drum rum, wenn das Ganze im Untersetzer steht. Das ist so gegeben, ne? Da ist 1, 2, 3 steigen die Werte an, ohne dass du denkst, dass es das eigentlich möglich wäre. Und plötzlich geht dann alles rückwärts, ne? Die Wurzeln gehen kaputt und anschließend die Pflanze. Ja, es ist nun mal so, ne? Jetzt sind unsere Babys, unsere Kinder und die wollen wir auch ordentlich versorgen und nicht mal gut und dann, ach, kein Bock mehr und ne, weiß Bescheid. Dann ist das halt so einfacher natürlich. Ach so, jetzt sehen wir hier nochmal das Unsterblichkeitskraut. Das ist schon der Hammer, ne? Wie das hier wächst, da hinten komplett. Das sind bestimmt, weiß nicht, 20 Triebe, die darunter wachsen. Wächst hier jetzt dementsprechend über die Pflanzen dann auch nach unten. Und jetzt haben wir es vorhin vielleicht gesehen. Komme ich da nochmal hoch? Nee, komme ich jetzt nicht hoch. Pass mal auf. Ich kippe es mal ein bisschen. Da kommt nämlich ein Trieb irgendwo von. Nee, doch, da kannst du sehen. Da kommt ein Trieb von oben. Der ist also schon unter die Kette gewachsen und wächst jetzt oben unter der Decke her und hängt sich dann nach unten. Alter, ist schon eine coole Pflanze. Das ist Unsterblichkeitskraut, ne? Aber du brauchst Geduld. Also ich musste Geduld haben. Damals wollte sie mich nicht wachsen. Und dieses Jahr ist sie abgegangen wie Schmitz' Katze. Aber das liegt voraussichtlich daran, weil sie anwachsen musste und erstmal einmal durchwurzeln das Ganze. Und dann hat sie Gas gegeben. Alter Schwede. Alle beide, auch die im anderen Raum steht, ne? Das ist echt der Burner. Nun ja, also die werden auch bei 400 bis 500 kontinuierlich gegossen und gedüngt, weil sie stehen hier
in diesen Töpfen, ne, in diesen Lechuza-Töpfen im Anstau und da kann der Wert in der Regel nicht ansteigen. Aber auch hier sollte man gegebenenfalls mal alle paar Monate mal nachmessen. Oder einfach das Wasser wechseln, ist noch einfacher. Ne? Wasser wechseln, aber durchspülen die Pflanze mit dem gegebenen Wert und dementsprechend wieder befüllen und gut ist. Ist die sicherste Seite, wenn du es nicht nachmessen kannst. Ne? Ab und zu sollte man das tatsächlich mal machen, auch bei diesen Töpfen. Okay, so, meine Güte. So, ich werde mich jetzt erstmal um meine Pflanzen kümmern. Yippie, yippie.